Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht es mit was Coolem weiter, denn ihr kennt doch sicher diese coolen Buttons, die für euch Sachen in die Zwischenablage kopieren, beziehungsweise wenn ihr ein Programm öffnet, wo zum Beispiel YouTube-Videos runterlädt, dass es dann euch automatisch die Zwischenablage auslesen kann und ihr dann direkt diese Videos runterladen könnt. So, und das möchte ich jetzt eben mit euch heute hier machen. Wir lesen die Zwischenablage aus, beziehungsweise schreiben dann auch wieder was rein. Also, ich habe hier schon ein paar Sachen importiert, nicht rausgelöscht, macht nichts. Ihr könnt das einfach importieren, indem wir hier das Zeug benutzt. Wenn es einen Fehler gibt, einfach importieren klicken. Gut, nennen wir hier mal unser, wobei, wir weisen es gleich zu. Also wir haben hier ein Clipboard, das ist einfach nur, dass wir nicht so viel schreiben müssen. Ihr müsst hier quasi einfach einmal einen Riesencode auswerten, indem ihr Toolkit, Default Toolkit, Get System Clipboard und dann von diesem System Clipboard krallen wir uns das Transferable, ich nenne es einfach mal Transfer, und dann haben wir hier ein System Clip, also unser System Clip, das ist quasi dasselbe wie da oben, das brauchen wir auch tatsächlich nur da. Punkt. Get Contents von Null, so, das liefert uns quasi das, wo unsere Zwischenablage drin ist. Also jetzt ist Transferable quasi hier die Zwischenablage. Also so greift man da drauf zu. Dieses System Clip, das ist einfach nur eine Verkürzung, dass wir hier nicht jedes Mal auf dieses, oder halt, dass wir das nicht hier drin stehen haben, statt dem hier. So, was wir jetzt machen, ist folgendes, wir iterieren da drüber, weil in unserem Zwischenspeicher können natürlich mehr als nur eine Sache stehen, also da können, keine Ahnung, Bilder drin sein, sonstige irgendwas Sachen. Und wir iterieren da einfach mal durch. I kleiner. So, jetzt muss ich aufpassen. Wir greifen auf transfer.get, ups, get transfer data flavors. So, das sind quasi die Sachen, die in unserer Zwischenablage stehen. Ups. Und das Ganze ist ein Array hier. Ups. Keine Liste, ein Array. So, deswegen müssen wir über Length zugreifen. So, und jetzt sagen wir hier, okay, wenn das Ganze, also wenn unser, Sekunde, ich kopiere mir das gerade mal hier in die Zwischenablage. Wenn das hier an der Stelle i ein String ist, so, und da kommt jetzt das schöne Wort Instance of. Das bedeutet, es ist ein String von der Klasse her. Wenn es ein String ist, achso, soll ich das vielleicht erst noch casten hier, ja, natürlich. Okay, also wir haben hier ein Object, das ist quasi die alleroberste Klasse von Java. Also weiter oben geht es nicht, alles erbt von Object. Egal, ob ihr eine neue Klasse gerade erstellt habt, wie ich zum Beispiel hier meine Main, da steht implizit dran, erbt von Object. Das ist die oberste Klasse, die es überhaupt nur gibt. Also alles ist ein Object. Und nicht alles, was ein Object ist, ist logischerweise ein Hund, aber manche Sachen sind halt tatsächlich ein Hund, wenn ihr die Klasse geschrieben habt. Transfer. Achso, halt, das habe ich in meinem Zwischenspeicher noch, wo wir gerade vom Zwischenspeicher reden. An der Stelle i. Stimmt auch nicht ganz. Wir greifen hier tatsächlich auf transfer.getTransferData und hier unser DataFlavor ist ja das, was wir hier oben haben. Also diese getDataFlavors ist quasi das Array aus DataFlavors und hier schreiben wir transfer.getDataTransfer und müssen hier aber nochmal diesen DataFlavor angeben. So, und das Ganze ist jetzt einfach mal ein Object. Und wenn dieser Object, also das, was in unserem Zwischenspeicher tatsächlich drin steht, ein String ist, was ist das hier? Achso, warum wirft das? Ne, Fehlermeldung. Okay. Surround with try catch. Okay, von mir aus. So, und wenn dieses Object hier, also dieser Content, wenn der ein String ist, dann schreiben wir ihn raus. System. Nein, nicht System Clip. Sys out. So. Und dann printen wir quasi. Sag mal, was ist heute mit meiner Schreibart los? Printen wir den. Gut. Ja, und dann breaken wir noch. Ne, wir breaken einfach nicht. Wir lassen es ein bisschen länger laufen.
So, und so liest man quasi einfach die, ja, was heißt einfach, es war relativ kompliziert, so liest man die Zwischenablage aus. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier das Ganze ausgeführt habe, dann steht hier zweimal transfer.get ja, halt das hier, was ich in die Zwischenablage kopiert habe, steht dann einfach drin. Ich kann jetzt hier mal dieses system.out.println kopieren. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und hier habe ich zweimal system.out.println drin. Die Sache ist die, wir können hier dieses Content, es steht zwar quasi zweimal drin, also wir müssen hier tatsächlich noch einen Break reinbauen. So, wir geben es nur einmal aus. Dieses, warum das hier so komisch mittig steht, ist folgender Grund. Ich habe hier so gemacht, das heißt, ich kopiere die Zeile oben drunter, oben drüber und den Space vorne dran habe ich auch noch in die Zwischenablage kopiert. Das heißt, das merkt sich das alles. So, und da wir erst bei 6 Minuten sind, kann ich euch das tatsächlich auch noch zeigen. Relativ easy eigentlich. Wir können auch noch einen neuen Inhalt für unsere Zwischenablage schreiben. Also zeige ich euch gerade mal, ich schreibe das gerade mal einfach oben dran, dann wird es auch ausgegeben. So, und dann kann man einfach hier sagen, wobei, nein, halt, stopp. Das brauchen wir tatsächlich schon vorher. System Clipboard. So, und hier kommt rein, wie wir das machen wollen. Und jetzt sagen wir hier einfach System Clip. Punkt. Und dann haben wir hier einfach die Set Content Methode. Die nimmt ein Transferable und ein Clipboard Owner. Diesen Clipboard Owner kann man einfach mal auf Null setzen. Und hier muss Folgendes rein. Es muss nicht ein String rein, sondern eine String Selection. Hört sich jetzt sehr edel an, ist es tatsächlich aber nicht. Ist das nichts Besonderes. So, und jetzt kann man hier einfach reingeben, ich bin die Zwischenablage. So, und jetzt füllen wir das Ganze mal aus. Ich bin die Zwischenablage wird ausgegeben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es in der Zwischenablage ist, weil wir haben ja gesehen, unsere Zwischenablage rauskopieren hat hier relativ gut funktioniert. So, und jetzt, wenn ich hier einfach mal Steuerung V drücke, dann habe ich das tatsächlich in der Zwischenablage. Gruselig, aber auch tatsächlich total cool. So, und das ging jetzt tatsächlich auch nur eine Minute. Also ihr wisst jetzt, wie man in die Zwischenablage was reinschreiben kann, nämlich hiermit. Und ihr wisst, wie man etwas rauslesen kann, nämlich hiermit. Ist ein bisschen mehr Code, aber es kann ja sein, dass hier mehr drin steht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und liken wäre cool, kommentieren wäre auch cool und abonnieren sowieso. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder hören uns besser gesagt. Bis dann, tschö, tschö.